Chrissy von Experientell und heute bringen wir unsere alten Pappen nicht zum Altpapiercontainer, sondern zu einem Künstler, der damit tolle Sachen macht. Hallo, wir haben dir was mitgebracht. Nachdem wir dich jetzt mit unserem Pappkarton überfallen haben, stellt sich natürlich die Frage, wer bist du und was machst du damit? Also ich bin Clemens Bär, ich bin 25 Jahre alt, ich habe in Dortmund Grafikdesign studiert und mit den Pappen mache ich seit dem Anfang des Studiums ungefähr Installationen, die so ein bisschen überdimensionalem Origami ähneln. Und die entstehen dadurch, dass ich die Pappen eben erst anmale, dann werden die eingeritzt und gefaltet und dann an Holzstrukturen dran getackert. Ja, du sprichst schon an. Du baust nicht nur aus Pappkarton, sondern auch aus Holz und Klebeband und Spraydosen deine Pappinstallationen, die den ganzen Raum dann transformieren ein Stück weit. Wie kamst du denn dazu? Also das hat sich, glaube ich, relativ zufällig entwickelt. Ich wollte bei meiner ersten Ausstellung Illustrationen ausstellen und wollte dann Bilderrahmen für die Illustrationen basteln und eigentlich aus finanziellen Gründen dann die Rahmen aus Pappe bauen und die sind dann eben immer gewachsen und irgendwann war es dann eben nicht kein kleiner Rahmen, sondern ein ganzer Karton. Und seitdem ist ganz schön viel passiert. Du stellst deine Installation jetzt sogar weltweit in Galerien auch aus und auch im urbanen Raum. Nach welchen Kriterien suchst du denn da Orte aus, um die in der Stadt aufzustellen? Ja, dann suche ich mir natürlich den Ort, der für mich die interessanteste Architektur hat, die interessantesten Farben, die interessantesten Formen und mir natürlich auch den Freiraum bietet, dass ich da arbeiten kann. Dass die Bildidee dafür ist eigentlich so eine Art Transformation von den Orten, dass es so wirkt, als würde man die Augen zukneifen und es sieht so ein bisschen aus wie ein Transformer, der sich quasi durch das Bild zieht und die Architektur und alles mitreißt. Wer hat dich dazu inspiriert, so zu arbeiten? Marcel Duchamp von dem Gemälde Akt die Treppe hinabsteigend. Und zwar sieht man in dem Bild eine Art Zeichenpuppe, so wirkt das, die eben auch ganz kubistisch zersplittert. Das hatte für mich eben auch ein bisschen diese Anmaßung von diesem Transformer, dieser Bewegung im Bild eben. Und dazu noch die Arbeiten von Kurt Schwitters, die Collagen und der Märzbau. Mhm. Und diese Collagetechnik, die greife ich ja auch auf. Ja, du hast es wunderbar adaptiert, denn ich glaube, wenn man deine Installation anguckt, egal welchen Blickwinkel, man entdeckt immer wieder was Neues und ich finde einfach, das inspiriert vielfältig und dafür möchten wir dir natürlich auch das Gütesiegel von Experientell verleihen. Ist hier schon vorbereitet, weil deine Arbeiten wirklich die Inspiration des Tages für uns heute sind und da dürfen wir es heute dem Clemens verleihen. Vielen Dank. Ja. Und was aus den Pappen, die wir vorhin mitgebracht haben, alles werden kann, das gucken wir jetzt uns nochmal an.